Wir befinden uns hier in Beinstein, Gebäude Schuppenbrand hinter der Großebacher Straße. Lage war ein Vollbrand des Geräteschuppens. Wir sind gleich zur Brandbekämpfung bzw. zum Schutz der anliegenden Tiere vorgegangen. Wasserversorgung zum einen über die wasserfördernden Fahrzeuge und zum anderen mal über die Rems. Ein Nachbar, der hier Landwirtschaft betreibt und selbst bei der Feuerwehr war früher, hat uns angerufen und gesagt, euer Stückle brennt. Ich habe gedacht, oha, das ist dieser Racheakt, den wir befürchtet haben von ein paar Jugendlichen, die hier immer wieder mit Feuerwerkskörpern unterwegs sind. Ein Thuja-Baum, 6 Meter hoch etwa, ist einseitig abgebrannt, weil jemand darunter auch Feuer gelegt hat, vermutlich. In der Hütte war unser ganzer Heuvorrat für dieses Jahr vom letzten Jahr noch, also altes Heu. Dann war in der Hütte Bienenzubehör, ich bin Imker, also Imkereizubehör ist verbrannt. Eine Ballenpresse, eine alte Ballenpresse ist komplett verbrannt. Diese Ballenpresse verwende ich, um Nachbarn, die das Heu von ihrer Streuobstwiese gern zu Ballen gepresst hätten, Nachbarn zu bedienen. Also bei mir konnte man Heu herbringen. Ich habe dieses Heu dann durch die Ballenpresse gelassen, mit einem kleinen Traktor habe ich auch. Und die durften dann ihr Heu wieder mitnehmen. Das ist sozusagen der Versuch, von Streuobstwiesen Heu zu verwerten. Die jetzt nicht, im Moment nicht geht. Ich muss gucken, dass ich irgendwo eine neue Ballenpresse kriege. Ja, ich möchte das nicht aufgeben, aber mit 74 ist man dann auch nicht mehr so unternehmungslustig. Also mal gucken, ob ich die Zelte und die Ballenpresse wieder ersetzt kriege.